Stadtrat von Zofingen. Du bist auch ein Powerman, du bist ja bei diesen Anlässen fleissig dabei. Oh, meistens, wenn ein Powerman stattfindet, bin ich mehr in der Stadt drin als unterwegs. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, 2019 am Charity-Lauftrat teilzunehmen. Am 69 km laufen, der Charity geht aber nur 5 km, gell? Ja, ist gut, das muss ich auch erzählen. Aber schon die 5 km haben sie sich. Ich habe die Strecke jetzt mal abgelaufen. Schöne Strecke, aber es hat ein paar schöne Steige dabei. Also vor allem der Rebberg. Ja, Freddy Nock, du bist einmal am ganzen Powerman, hast können zuschauen. Hast du dort, wo du den Weltrekord versucht, der Gelungen gemacht hast, im Todesrad drin, hast du auch ein bisschen gesehen, was da abgeht in dem Powerman? Ja, ja, das sieht man schon, wenn die Leute reinsäckeln und alles. Du darfst ab und zu mal ein bisschen umschauen. Es war zwar gefährlich gewesen draussen, oder? Daniela Rüff, wie war der Anlass aus deiner Sicht heute? Ja, es war sehr schön. Es war inspirierend, auch die Jungen zu sehen und dürfen dabei zu sein. Ich glaube, für mich, also früher, in meiner ganz früheren Karriere habe ich auch ein paar Duathlons schon gemacht. Und grosser Respekt auch, eben, so wie ich von Natascha gehört habe, ist der Powerman so viel härter wie Hawaii. Also von dem her, jetzt weiss ich, wieso ich das noch nie gemacht habe. Paul Maubach. Beim StWZ bist du der Meister, kann man das mal so sagen. Du hast aber auch schon beim Powerman bei der Charity mitgemacht. Was bedeutet für dich der Powerman? Der Powerman bedeutet für mich Energie, Leistung und ein bisschen Sport machen. Vor allem Energie, hä? Das passt ja gut zur StWZ. Die bleiben ja im Powerman treu von dem her. Kannst du dir vorstellen, dass das ein längerfristiges Engagement könnte werden? Das ist immer schwierig. Wir sind ja zusammen mit Erdgas und das ist ein weiterer Partner. Und darum ist das immer wieder ein Thema, das man miteinander anschaut. Für mich ist es eine gute, spannende Partnerschaft und es wäre schön, wir könnten das langfristig machen. Okay, dann wünsche ich dir zuerst mal viel Spass hier. Merci. Merci vielmals. Ja, na gut. Deine Rolle als Botschafterin, ist das etwas, was Blausch macht vom Powerman Zofingen? Macht Blausch, weil ich sehe, es gibt eine gute Rückmeldungen. Die Leute freuen sich, die Medienpartner freuen sich. Der Sport wird wieder interessanter und das ist eigentlich das Wichtige. Ich finde, Duathlon hat in den 90er Jahren einen ganz grossen Stellenwert gehabt, ist dann ein bisschen auf die Tauchstation gegangen und ich finde jetzt, wenn man das wieder anlüpfen kann, das ist wunderschön. Gut, dann lassen wir es dir noch geniessen. Merci vielmals. Natascha, okay. Bis später. Stefan Ruf, ist glaube ich gelungen oben gewesen, oder? Ja, absolut. Also für mich etwas ganz Einmaliges. Also man hat eigentlich gesehen, wie stark das die Duathlon-Community in der Schweiz ist. Wir haben ja das jetzt zum zweiten Mal gemacht, einen gemeinsamen Anlass, Swiss Duathlon, zusammen mit Powerman Zofingen. Und es war wirklich eine Freude gewesen, zu sehen, wie die Kameradschaft da vorhanden ist und wie man gemeinsam stark ist. Also Duathlon macht wirklich Freude. Und natürlich haben wir auch super Männer, aber auch super Frauen gehabt, vor allem ein Trio. Wenn die mal zusammen würden starten auf die Langdistanz, das wäre der Kracher, oder? Ja, das wäre wirklich der absolute Kracher. Also, wir haben ja in diesem Interview gehört, Daniela Rief, die hat einen unglaublichen Respekt vor dieser Strecke in Zofingen und die hat eigentlich das nochmal wiederholt, wo immer wieder gesagt wird, dass eben Duathlon wirklich eine extrem harte, anspruchsvolle Sportart ist. Eigentlich noch viel anspruchsvoller als der Triathlon. Eigentlich Triathlon-Wettkämpfe hören doch ja mit Schwimmen, aber im Duathlon läuft man eben schon und da hat man eine Vorermüdung von dabei und das macht es eben speziell. Ja, das wäre natürlich interessant zu sehen, wenn die drei Frauen da mal würden in Zofingen starten. Wir könnten ja mal für sie mal einen Testwettkampf machen, oder? Nur die drei gegeneinander. Melanie Maurer, herzliche Gratulation, du Athletin vom Jahr, ist fast zu erwarten gewesen, oder, wenn man da auf dem Podest ist an der Weltmeisterschaft? Nein, ich glaube nicht. Und die Leute müssen ja immer noch für einen abstimmen und mit der Petra als Weltmeisterin habe ich ja nicht gerade einfach niemand als Konkurrentin gehabt. Darum freut es mich umso mehr, dass es das geklappt hat. Hast du da noch ein bisschen mitgeholfen mit den Kollegen, die gesagt haben, stimmen wir jetzt ab? Ja, ein bisschen Werbung gemacht habe ich schon, ja. Ich glaube, da muss man. Ja, dein Saisonziel wird mindestens sein, wieder am 8. September auf dem Podest zu stehen. Vielleicht sogar ganz zoberst. Ja, mit dem Powerman bin ich noch nicht sicher, weil ich in Frankreich einen Vertrag unterschrieben habe, wo, wenn wir ins Finale kommen, eben das genau am 8. auch wäre. Und darum ist es noch nicht sicher. Wenn ich aber starte und die Möglichkeit habe, dann gebe ich alles, um wieder dort anknüpfen zu können, wo ich aufgehört habe. Ja.
Ja, herzliche Gratulation vom Duathlet vom Jahr. Was bedeutet das für dich? Ja, es ist natürlich, es macht mich schon stolz eigentlich, dass ich jetzt der Duathlet vom Jahr bin. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich zum Beispiel Zofingen noch hätte fertig machen können. Eigentlich, das bedeutet mir mehr, wenn ich wirklich im Rennen kann auftrumpfen. Ich finde es eben, wie gesagt, finde ich es ein bisschen schwierig, man vergleicht gewisse Duathleten miteinander. Zum Beispiel der Walgard, der noch zur Wahl gestanden wäre, ist eigentlich mehr auf der Kurzdistanz zu Hause. Von dem her finde ich das noch schwierig, aber natürlich freut es mich, ja. Peter Eggenschwiler, du bist wieder zu Zofingen da, wo du eigentlich unterdessen wieder mal einmal schauen kannst, ein bisschen trainieren kannst. Oder ist das erste Mal, seitdem du zurückgekommen bist? Ich muss ehrlich sein, es ist das erste Mal, wirklich, ja. Ich bin nicht einmal irgendwie mit dem Zug durchgefahren und es sind natürlich auch wunderschöne Erinnerungen aufgekommen. Und kribbelt schon wieder für den September? Ja, schon ein bisschen, ja. Ich freue mich natürlich jetzt schon und es wird sehr wahrscheinlich eines meiner grossen Saisonziele sein, ja. Ist sehr wahrscheinlich noch eindrücklich, wenn man mit einer All-Solo-Turnerin zusammen kann, ein bisschen quatschen wie Tanne Reif, oder? Ja, es ist sehr speziell, es ist wunderschön und ich konnte das erste Mal mit ihr reden. Und es ist eine sehr angenehme Frau und vor allem auch sehr inspirierende Frau und ich habe meinen grössten Respekt vor ihr. Und ja, es ist super, sie geht zu einem Solothurn.